Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mir ein Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Widder für die nächste Woche vom 22.04. bis 28.04. Lieber Widder, die Sterne haben jetzt gute Nachrichten für Sie. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig, bis Donnerstag Sonne in Konjunktion, Merkur in Konjunktion, Venus in Konjunktion, Pluto im Sextil. Eine Woche, in der Ihnen die Sterne ganz viel Rückenwind geben, lieber Widder. Nirgendwo kritische Aspekte zu sehen, da lösen sich Probleme oft wie von selbst. Wenn Sie zum Beispiel gerade knapp bei Kasse sind, dürfen Sie jetzt mit Hilfe von Merkur rechnen. Eine Nachzahlung, mehr Gehalt, ein Gewinn vielleicht. Irgendwoher kommt da ganz bestimmt bald eine gute Nachricht. Auch Venus hat eine schöne Überraschung für Sie. Mein guter Rat für Sie, lieber Widder. Sowohl von Sonne als auch von Merkur und Venus kommen positive Energien. Da kann es einfach nicht ausbleiben, dass Sie von einer grundsätzlich angenehmen Stimmung profitieren. Mehr als sonst halten Sie nach Gelegenheiten Ausschau, Ihre starke Sinnlichkeit zu leben. Sie ziehen damit andere Menschen in den Bann. Für Sie zum Nachdenken. Nichts ist schwer für den, der liebt. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mir ein Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Stier für die nächste Woche vom 22.04. bis 28.04. Lieber Stier, glänzender Erfolg und die Kasse stimmt auch. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig, Jupiter in Konjunktion, ab Freitag Sonne in Konjunktion, Saturn im Sextil, Neptun im Sextil, Mars im Sextil. Eher kritisch dazu steht Uranus in Konjunktion, Pluto im Quadrat. In dieser Woche können Sie viel erreichen, lieber Stier, vorausgesetzt, Sie gehen die Dinge mit Selbstvertrauen und mit Mut an. Sprechen Sie offen an, was Ihnen am Herzen liegt. Ergreifen Sie die Initiative, wenn Sie etwas verändern wollen. Jupiter und Mars geben Ihnen Rückendeckung. Neptun passt auf, dass Sie sich nicht verrennen. Die Bilanz am Wochenende, super Erfolg, die Kasse stimmt, prima gelaufen. Mein guter Rat für Sie, lieber Stier. Da sich Mars in günstiger Position zu Ihrem Zeichen befindet, sind Sie in bester Verfassung. Sie könnten Bäume ausreißen. Sie müssen nur aufpassen, dass Sie vor lauter Euphorie nicht über das Ziel hinausschießen. Bleiben Sie bei sich und wägen Sie ab, was Sie wirklich wollen und Ihnen wichtig ist. Für Sie zum Nachdenken. Liebe ist das, was man aus ihr macht. Von Kim Grove Casali. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mir ein Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Zwillinge für die nächste Woche vom 22.04. bis 28.04. Lieber Zwilling, die Liebe kann jetzt Ihr Leben umkrempeln. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig, Merkur im Sextil, Venus im Sextil, bis Donnerstag Sonne im Sextil, Pluto im Trigon. Eher kritisch, Neptun im Quadrat, Saturn im Quadrat, Mars im Quadrat. Venus steht im Sextil zu Ihrem Zeichen und in Konjunktion zu Merkur, Ihrem Herrscherplaneten. Da können Sie die Augen schließen und sich nicht vom Fleck rühren. Die Liebe kommt trotzdem in Ihr Leben, mit all Ihrer Macht. Na gut, Liebe ist Ihnen immer willkommen. Sie kann aber dieses Mal Ihr Leben auch ganz schön umkrempeln. Ihre Gefühle können sich jetzt ganz anders vorstellen.
Mein guter Rat für Sie, lieber Zwilling. Mit der günstigen Position von Venus, die im Widder steht, erwachen zuallererst einmal Ihre positiven Eigenschaften. Allen voran Ihr Mitgefühl, Ihre sympathische Ausstrahlung, Ihre Sehnsucht nach Geborgenheit. Da sich diese Venus mit Merkur in Konnexion trifft, kann es in der Liebe eine wunderschöne Überraschung geben. Für Sie zum Nachdenken. Nicht geliebt zu werden ist Pech, nicht zu lieben ist ein Unglück. Von Albert Camus. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mir Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Krebs für die nächste Woche vom 22.04. bis 28.04. Lieber Krebs, Sie sind jetzt eindeutig auf der Überholspur. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: Uranus im Sextil, ab Freitag Sonne im Sextil, Mars im Trigon, Jupiter im Sextil, Neptun im Trigon, Saturn im Trigon. Eher kritisch dazu steht: Merkur im Quadrat, bis Donnerstag Sonne im Quadrat, Venus im Quadrat. Diese Woche sind Sie auf der Überholspur. Mars, Jupiter und Uranus geben Ihnen Energie und Überzeugungskraft. Schon bald können Sie sich über unerwartete Erfolge freuen. Jupiter und Uranus treffen sich in einer starken Konnexion. Mit den Energien dieser Planeten fühlen Sie sich wie neugeboren. Sie sind hochmotiviert und gehen alles sehr zielstrebig und diszipliniert an. Da bleiben Erfolge nicht aus. Mein guter Rat für Sie, lieber Krebs. Mars nimmt Sie in sein Schlepptau und sorgt dafür, dass es nicht an Abwechslung mangelt. Zum einen dürfte sich Ihr Bekanntenkreis erweitern und damit neuen Schwung in Ihr Privatleben bringen. Zum anderen fällt Ihre Bereitschaft, spontan zu sein und sich auf Neues einzulassen, natürlich auch am Arbeitsplatz auf. Wer weiß, vielleicht bekommen Sie nun andere, weitreichende Aufgaben übertragen. Für Sie zum Nachdenken: Wer die Welt verändern will, muss die Menschen lieben. Von Karl Kraus. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mir ein Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Löwe für die nächste Woche vom 22.04. bis 28.04. Lieber Löwe, bisschen viel Stress, aber das schaffen Sie. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: Merkur im Trigon, Venus im Trigon. Eher kritisch: Uranus im Quadrat, Jupiter im Quadrat, Pluto in Opposition, Sonne im Quadrat. Diese Woche wird Sie womöglich ein wenig stressen. Die Sonne, Jupiter, Uranus und auch der Vollmond stehen im Quadrat zu Ihrem Zeichen. Das zehrt an Ihren Kräften. Viel Arbeit wartet auf Sie, sei es zu Hause oder im Büro. Womit anfangen? Oft sehen Sie den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber Sie wären kein echter Löwe, wenn Sie sich vor solchen Herausforderungen unterkriegen lassen. Mein guter Rat für Sie, lieber Löwe: Lassen Sie sich bitte nicht unterkriegen, wenn Sonne und der Vollmond im Quadrat zu Ihren Kräften zehren. Sie haben eine Menge zu tun und wissen nicht, wo Sie zuerst anfangen sollen. Alles geht drunter und drüber. Durchhaltevermögen bekommen Sie vom Planet Merkur, der ab Donnerstag wieder direktläufig ist. Bleiben Sie deshalb am Ball, wenn etwas nicht auf Anhieb klappt. Für Sie zum Nachdenken: Wandere, während du weilst. Von Peter Hille. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mir ein Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Jungfrau für die nächste Woche vom 22.04. bis 28.04. Liebe Jungfrau, Mond und Jupiter lassen Ihre Träume wahr werden. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: Jupiter im Trigon, Sonne im Trigon,
Uranus im Trigon, Neptun in Opposition, Mars in Opposition, eher kritisch, Saturn in Opposition. Merkur, ihr Herrscherplanet, läuft ab Donnerstag wieder vorwärts und schon fällt vieles, was sich da vor Ihnen als Hindernis aufgetürmt hat, zusammen wie ein Kartenhaus. Der Weg ist wieder frei und auch wenn Sie kein großer Fan von Magie sind, der magische Skorpion, Vollmond und ein Jupiter-Trigon lassen plötzlich Dinge für Sie wahr werden, von denen Sie bisher nur träumen konnten. Mein guter Rat für Sie, liebe Jungfrau. Diese Woche findet ein magischer Vollmond im Skorpion statt. Das bedeutet, dass Sie von Ihren starken Ahnungen profitieren werden. Die Zeit rund um den Vollmond ist auch günstig, um mal einen Blick in die Zukunft zu wagen. Fragen Sie doch mal das Orakel. Lassen Sie sich die Karten legen. Sie werden staunen. Für Sie zum Nachdenken. Genieße froh die Gaben der gegenwärtigen Stunden und lass das Unangenehme beiseite. Von Horas. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mir Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Waage für die nächste Woche vom 22.04. bis 28.04. Liebe Waage, gut zu wissen, wem Sie vertrauen können. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig, Merkur in Opposition, Venus in Opposition, Pluto im Trigon. Merkur und Venus stehen in einer starken Opposition. Das stärkt Ihre Inspiration und auch Ihre Kreativität. Vor allem zum Wochenende hin wird Ihnen klar, was für Ihre Zukunft von besonderer Bedeutung sein wird. Auch Ihr Gespür, wem Sie vertrauen können und wem nicht, ist jetzt stark ausgeprägt. Das kann zwar auch zu Enttäuschungen führen, bringt Ihnen aber letztendlich nur Vorteile. Mein guter Rat für Sie, liebe Waage. Offenherzig wie Sie sind, wird es Ihnen nicht schwerfallen, Kontakte zu knüpfen. Das kommt Ihnen unter anderem im beruflichen Bereich zugute. Dank Merkur und Venus sieht es aber dann auch noch nach jeder Menge Spaß und Abwechslung aus. Verbesserungsvorschläge im Job kommen gut an. Für Sie zum Nachdenken. Es ist nichts so klein und wenig, woran man sich nicht begeistern könnte. Von Friedrich Höderlin. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mir Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Skorpion für die nächste Woche vom 22.04. bis 28.04. Lieber Skorpion, der Hexenmond bringt Ihnen das Glück zurück. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig, Jupiter in Opposition, Sonne in Opposition, Mars im Trigon, Saturn im Trigon, Neptun im Trigon. Eher kritisch dazu steht Uranus in Opposition, Pluto im Quadrat. Natürlich ist es für Sie das Ereignis der Woche, wenn der Vollmond am Mittwoch in Ihrem Zeichen leuchtet. Sie, lieber Skorpion, sind ohnehin voller Geheimnisse. Unter dem Hexenmond erkennen Sie nun Wahrheiten und Zusammenhänge, die Ihr Leben grundlegend verändern können. Veränderungen, die unter den positiven Aspekten von Jupiter und Sonne das Glück in Ihr Leben zurückbringen werden. Mein guter Rat für Sie, lieber Skorpion. Wenn so wie diese Woche ein Vollmond im Skorpion stattfindet, dann ist das ein besonderer Moment. Sie sollten diese Zeit nutzen, innehalten und diese Kraft in sich aufnehmen. Da sich dieser Mond in Ihrem Zeichen aufhält, kann es auch in der Liebe eine schöne Überraschung geben. Seien Sie bereit für kleine Vollmondwunder. Für Sie zum Nachdenken. Das Leben besitzt so viel Positives, dass Pessimisten ganz werden könnten. Von Laurenz Sterne. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mir ein Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen.
Wochenhoroskop Schütze für die nächste Woche vom 22.04. bis 28.04. Lieber Schütze, in der Liebe lohnt immer ein zweiter Versuch. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: Pluto im Sextil, Merkur im Trigon, Venus im Trigon. Eher kritisch: Neptun im Quadrat, Saturn im Quadrat, Mars im Quadrat. Sie denken, das wird nichts. Der interessiert sich für mich nicht die Bohne. Probieren Sie es jetzt noch einmal mit einem Lächeln oder einem kleinen Augenzwinkern. Unter dieser Venus könnt ihr jetzt der Liebesfunke überspringen. Auch weil der ab Donnerstag wieder vorwärts laufende Merkur sich daran erinnert, was eigentlich seine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass Menschen sich näher kommen. Mein guter Rat für Sie, lieber Schütze: Neptun steht nach wie vor in den Fischen und somit im Quadrat zu Ihrem Zeichen. Damit müssen Sie auf jeden Fall mit Schwierigkeiten rechnen. Neptun macht Sie ein wenig naiv, somit haben Betrüger ein leichtes Spiel. Unterschreiben Sie nichts und treffen Sie keine zukunftsweisenden Entscheidungen, dann sind Sie geschützt. Für Sie zum Nachdenken: Ein einziger Augenblick kann alles umgestalten. Von Christoph Wieland. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Ihr Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mir ein Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Steinbock für die nächste Woche vom 22.04. bis 28.04. Lieber Steinbock, Sie hinterlassen großen Eindruck. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: Uranus im Trigon, Sonne im Trigon, Jupiter im Trigon, Neptun im Sextil, Saturn im Sextil. Eher kritisch: Merkur im Quadrat, Venus im Quadrat. Mit Mars im Sextil bringen Sie die Dinge energisch voran. Ihre Tatkraft wie auch Ihre Ideen machen großen Eindruck. Das bringt Sie in Ihrem Job und bei Ihren Projekten voran. Und das ist ja genau das, was Ihnen immer besonders wichtig ist. Wichtiger jedenfalls als Liebesgeplänkel und Partyfreuden. Damit steht es jetzt unter einem Venus- und Merkur-Quadrat ohnehin nicht zum Besten. Mein guter Rat für Sie, lieber Steinbock: Diese Woche findet ein Vollmond im Skorpion statt. Das ist natürlich von besonderer Bedeutung für Sie. Sie profitieren von diesen Energien und sollten den Mittwoch im Kalender rot markieren. Dieser Tag eignet sich gut, um sich zum Beispiel die Karten legen zu lassen oder ein Wunschritual zu machen. Für Sie zum Nachdenken: Die Zeit verwandelt uns nicht, sie entfaltet uns nur. Von Max Frisch. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Ihr Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mir ein Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Wassermann für die nächste Woche vom 22.04. bis 28.04. Lieber Wassermann, der Mond sorgt dafür, dass es Ihnen wieder gut geht. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: Merkur im Sextil, Venus im Sextil. Eher kritisch dazu steht in dieser Woche Sonne im Quadrat, Uranus im Quadrat, Jupiter im Quadrat, Pluto in Konjunktion. Warum hören Ärger und Probleme nicht auf? Irgendwas muss mich verhext haben. Argwöhnen Sie, lieber Wassermann. Und kann ja wirklich sein, dass Sie da jemand mit Neid und Missgunst verfolgt. Jetzt ist Schluss damit. Der Hexenmond am Mittwoch wird Sie von allem befreien, was Ihrem Glück im Wege steht. Und auch Venus und Merkur werden Ihren Teil dazu beitragen. Mein guter Rat für Sie, lieber Wassermann: Sie sind selbstbewusst und strahlen positive Energie aus. Sie wissen, was Sie können und wollen Ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen. Bravo! Hinzu kommt, dass Sie dank Venus recht aufgeschlossen für neue Bekanntschaften sind. Das könnte so manch interessante Erfahrung mit sich bringen. Für Sie zum Nachdenken: Lehre tut viel, aber Aufmunterung tut alles. Von Goethe. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mir ein Like zu geben.
Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Fische für die nächste Woche vom 22.04. bis 28.04. Lieber Fisch, mit Jupiter können Sie jetzt Ihre Ideen vergolden. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: Jupiter im Sextil, Sonne im Sextil, Uranus im Sextil, Mars in Konjunktion. Eher kritisch dazu: Neptun in Konjunktion, Saturn in Konjunktion. Kleiner Tipp: Suchen Sie jetzt die Nähe von Menschen, die Sie zum Lachen bringen, lieber Fisch. Lachen setzt positive Energie frei. Und die brauchen Sie jetzt, damit Sie Ihre guten Ideen und Ihre Kreativität nicht ans Nirvana verschwenden. Also ran ans Werk, krempeln Sie die Ärmel hoch und machen Sie Ihre Ideen zu Geld. Jupiter, Sonne, Mars und Uranus tun alles, damit Ihnen das auch gelingt. Mein guter Rat für Sie, liebe Fische: Es liegt in dieser Woche auch ein bisschen an Ihnen. Sie können mit Ihren Sternen eine Menge erreichen und viel Spaß haben. Aber Sie müssen auch Ihrerseits die Bereitschaft dafür mitbringen. Am besten ist die Methode, so zu tun, als ginge es Ihnen prächtig. Sie werden feststellen, dann passiert das auch, und zwar ganz automatisch. Für Sie zum Nachdenken: Der Beginn des Heils ist die Erkennung des Fehlers.